kann über Gegner ohne Ende reden, ja, wie das Nachteil, Vorteil. Wir wollen auf uns glauben, wir wollen auf uns denken. Wir spielen zu Hause, wir haben erstes Spiel hier zu Hause verloren und deswegen wir wollen was Gutes machen und eine erste Dreier in dieser Saison hier zu lassen, ich meine die Punkte, und das ist unser Ziel. Was Vorteil, Nachteil, das ist für mich echt egal ist. Und nochmal, die glauben auf sich, wir glauben auf uns. Die Zuschauer steht hinter uns und das ist unser riesiger Vorteil, dass wir spielen zu Hause und wir wollen was Gutes machen. Und da, auf diese Sache konzentrieren wir. Zwei Spieltage gespielt, ne? Fangen jetzt nicht schon wieder damit an. Tabellenletzter, Tabellenerster und sonst was. Ich habe letztens gesagt, dass es 5, 6 Mannschaften gibt, die da oben sind. Das ist auch nach wie vor Bestand. Und ich glaube, sind wir alle einer Meinung, dass Gladbach kein Tabellenletzter sein wird in naher Zukunft, weil es einfach eine starke Mannschaft ist. Und wie es der Victor gerade schon gesagt hat, ob das jetzt ein Vorteil ist, Nachteil ist, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir unser bestes Spiel machen am Sonntag, eine hundertprozentige Einstellung haben, dann haben wir eine reelle Chance, auch das Spiel zu Hause zu gewinnen. Wenn wir das nicht machen, haben wir keine reelle Chance zu gewinnen, weil Gladbach sicherlich nach 2 Niederlagen mit entsprechendem Schaum vom Mund hier hinkommen wird. Und ja, Gladbach zählt für mich natürlich zu den stärkeren Mannschaften in der Liga. Claudio Pizarro ist ja ein Thema für Werder. Sie haben das ja schon häufiger mal beantworten müssen, aber es ist nochmal da, das Thema. Ja, da hat sich meine Meinung dazu nicht geändert.